Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist wieder soweit. Meine Glossybox ist angekommen. Sie hat dieses Mal wirklich sehr lange gedauert, bis sie gekommen ist. Anscheinend war ich dieses Mal bei den späteren Sendungen dabei. Denkt euch nichts, meine Fingernägel sehen gerade nicht so schön aus. Ja, kam sehr, sehr spät, deswegen kommt das Video auch sehr, sehr spät, leider. Aber ich packe es jetzt trotzdem mit euch aus. Ich habe noch nicht reingeguckt und wir machen das natürlich so, wie wir das immer machen. Die Produkte durchgehen und dann schauen, was mir gefallen würde. So sieht die Glossy Box dieses Mal aus. Wir haben die Edition Girls Just Wanna Have Sun. Okay, also es hat auf jeden Fall mit Sonne zu tun. Machen wir wieder das hübsch verpackte Schleifchen auf. Und dann schiebe ich die Box kurz zur Seite, denn dann gucken wir das Heftchen an. Das erste, das wir haben, ist ja hier auf der Seite. Und normalerweise sind ja die ersten Produkte immer drin. Wäre auf jeden Fall sehr cool, denn das würde mich sehr, sehr interessieren. Und zwar von Contour Cosmetics Matte Liquid Lipstick. Und zwar Shushu, Lippenkontur nachziehen und dann mit dem Liquid Lipstick ausmalen. Einfach ein matter Liquid Lipstick, da würde mich sehr, sehr interessieren. Die Marke kenne ich ehrlich gesagt noch nicht, aber fände ich auf jeden Fall cool. Dann haben wir von Sasuke Moisture Deep Moist Depot Wake Up and Glow Cream. Die brauche ich nicht. Ich hatte eine von Sasuke und die hat wirklich überhaupt nicht lange gehalten. War auch mega unzufrieden damit, weil ich mega die Pickel davon bekommen habe. Die soll auf jeden Fall ein Glow verleihen und das Gesicht frischer wirken lassen. Aber das bräuchte ich auf jeden Fall nicht. Als nächstes haben wir von Lancaster beruhigend und hautreparierende After-Sun-Feuchtigkeitscreme für Gesicht und Körper. Also einfach eine Creme, die eben die Haut nach dem Sonnenbad beruhigen soll und auch Tan Maximizer, also soll auch den Teint sozusagen verstärken. Und diese Creme soll man nach dem Sonnenbad und der Rückkehr aus dem Urlaub täglich großzügig auf Gesicht und Körper auftragen und kurz einziehen lassen. Hört sich nicht schlecht an, aber ich glaube, ich habe von Lancaster noch diesen Tan Maximizer in einer kleinen Version. Die hatte ich, glaube ich, in der My Little Box drin, deswegen bräuchte ich die jetzt erstmal nicht. Das nächste hört sich auf jeden Fall wieder sehr interessant an, und zwar von Manakada Beauty High Definition Perfecting Powder. Und es ist ein HD Perfecting Powder, das mattiert und das Gesicht perfektionieren soll, sodass man ein makelloses Gesicht hat, das eben strahlt. Ja, das ist sozusagen ein Fixing Powder im Endeffekt. Ein Powder, das eben alles fixieren und das Gesicht zudem noch aufhellen soll. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, würde ich mich sehr interessieren, denn Manakada soll ja auch nicht schlecht sein und von Manakada habe ich auch noch nichts ausprobiert. Deswegen wäre das schon sehr, sehr interessant. Das nächste, das wir auf dieser Seite haben, ist von Neutrogena die Illuminating Boost Pure Boost Hydrogel Maske. Und das ist ja jetzt die Maske, die nur noch zu 100% aus Serum bestehen soll, wie auch immer das funktioniert. Aber an sich finde ich die sehr interessant. Da gibt es eben die Pure Boost Maske, die eben das Gesicht aufpolstern soll sozusagen, und die Illuminating Maske, die das Gesicht zum Strahlen bringen soll. Die finde ich jetzt sehr interessant, am besten die Illuminating Maske. Die würde mich sehr interessieren, weil ich einfach auf ein strahlendes Gesicht stehe sozusagen. Als nächstes haben wir von Schwarzkopf Professional Fiberplex Shampoo. Das ist ein Shampoo, das eben nach dem Sonnenbad auch die Haare wieder sozusagen stärken soll, weil es ja so ist, dass die Haare immer ausbleichen, dass sie geschädigt werden durch das Sonnenlicht, und das soll eben dieses Shampoo wieder wettmachen, beziehungsweise ja verhindern, nicht wirklich wieder wettmachen, indem es mit Fasern das geschädigte Haar wieder aufbaut, ihm so eben Kraft verleiht und auch die Farbpigmente einschließt. Und deswegen sollen dann auch die Haare wieder schön farbig aussehen. Genau, und das soll man eben vor allem nach dem Sonnenbad machen und auch wenn man eben beim Friseur war, um das Haar wieder sozusagen zu pflegen. Ja, wäre jetzt nicht schlecht, bräuchte ich aber jetzt nicht unbedingt. Das nächste, das wir haben, ist eine Frisur, die brauche ich jetzt nicht. Dann haben wir, sehr viel von Revlon, das ist sehr schön. Einmal von Revlon den Ultra HD Lip Lecker, und zwar in der Farbe Pink. Und das ist ein Lipgloss mit einer sehr, sehr hohen Farbdichte anscheinend, der dann zudem auch noch glänzt. Seht euch mal die Farbe an, die wäre mir eindeutig zu viel, die ist einfach mega pink. Deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt wollen. Das nächste, was wir haben, ist von Revlon Ultra HD Gel Lip Color. Soll eben
die Lippen sozusagen voller machen, weil es Hyaluron drin hat und trotzdem auch noch Farbe mit verleihen und eben sehr, sehr viel die Lippen pflegen. Das fände ich auf jeden Fall interessant. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr schöne Farben, die ich auch verwenden würde. Also es wäre schon nicht schlecht. Als nächstes haben wir von Revlon Super Lustrous Lip Gloss. Das soll eben eine seidegleiche Formulierung haben, dass die Lippen eben nicht verkleben. Und zudem soll sie den Lippen Glanz verleihen. Ja, das sind jetzt wieder so Farben, die mir nicht so gefallen. Das Rot, das würde jetzt noch gehen, aber die würde ich mir jetzt nicht wünschen. Da wird mir das eher zusagen. Dann haben wir als nächstes von Revlon Photo Ready Primer Shadow und Sparkle. Also anscheinend so eine Palette, mit dem man eben das Gesicht schminken kann und auch die Augen. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Kenne ich so auch noch nicht. Würde ich sehr, sehr gerne verwenden. Genauso wie das untere, und zwar diese Revlon Color Stay 16 Stunden Eyeshadows. Die sehen auch mega interessant aus und vor allem sind das super schöne Farben. Die würde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Seht euch die Farben an. Sind wirklich mega, mega schön. Das nächste, das wir haben, ist von A Daily Concept Your Facial Micro Scrubber. Und das ist, ja, das ist einfach wie dieser Make-up-Radierer, dieser, ja, den es schon gibt, diesen Lappen, der eben das restliche Make-up und auch Hautschüppchen entfernen soll. Ja, so einen habe ich schon, so einer war auch schon in der Glossy Box drin, deswegen bräuchte ich das jetzt nicht. Dann haben wir als nächstes O-Thermal Avène Thermalwasserspray, also einfach ein Feuchtigkeitsspray, beziehungsweise ein Spray, das auch das Make-up fixiert, ja, soll einen zarten Schutzfilm über die Haut bilden. Und brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil ich habe noch sehr viele Wassersprays und auch Fixing-Sprays, deswegen bräuchte ich das nicht. Dann haben wir von Alkaia Beauty Box. Das sind Ampullen mit unterschiedlichen Wirkungen. Und zwar haben wir einmal die Alpenrose, die eben jugendliche Frische verleiht. Also das, die Ampulle mit Alpenrose, die jugendliche Frische verleiht. Dann einmal das Crystal Ampullenserum, das eben festigend für das Gesicht wirken soll. Und dann ist noch eine Volume Lips Ampulle drin, die den Lippen eben Spannkraft schenken soll und ihnen Stärke verleiht. Das fände ich auf jeden Fall mega interessant, das würde ich sehr, sehr gerne mal probieren, da es eben nicht immer die gleiche Ampulle ist, sondern eben unterschiedliche, und das würde ich super, super gerne testen. So, dann haben wir als nächstes noch von John Frieda dieses Sheer Blonde perfekte Reparaturshampoo und Conditioner. Brauche ich nicht, habe ich schon, brauche ich nicht mehr dazu sagen. Dann haben wir vom Biodrucker Blue Orchid Moisture Fließmaske. Ja, also von Biodroga eine Maske. An sich nicht schlecht, soll Geschmeidigkeit verleihen im Gesicht und eben Trockenheit ausgleichen. Masken an sich finde ich nicht schlecht, aber mich würde die Hydrogelmaske doch mehr interessieren. Und als letztes haben wir von Dove einen Duschschaum mit Argan bzw. Rosenöl. Das finde ich jetzt auch sehr interessant, weil ich mag die Dove Duschschäume sehr, sehr, sehr gerne. Dann war es das mit dem Heft. Wir können noch lesen, was es in der nächsten Glossy Box gibt. Beauty World Tour Edition. Die Welt ist wie eine Zirkusmanege. Volle Überraschungen und du bist mittendrin. Schließe dich unserer Karawane an und pilgere mit unserem Beauty World Tour Edition im September gedanklich zu den Schönheiten dieses Planeten. Mit im Gepäck sind die Produkt-Essentials aus deiner Glossybox, die deiner täglichen Pflege- und Beauty-Routine ein aufregendes Upgrade bescheren, dir fantastische neue Beauty-Welten eröffnen und deine Fantasie beflügeln. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Da gibt es vielleicht wieder sehr schöne dekorative Produkte. So, was würde ich mir wünschen? Auf jeden Fall diesen matten Lippenstift, der hat eine sehr, sehr schöne dunkle Farbe. Würde mir sehr, sehr gut gefallen. Den wünsche ich mir auf jeden Fall rein. Das Manakata-Puder auf jeden Fall. Dann wünsche ich mir noch rein, das waren jetzt schon zwei. Gucken wir mal. Auf jeden Fall eine dieser Paletten. Wäre mir eigentlich wurscht, welche Farbe. Mir gefallen alle. Dann würde ich mir rein wünschen, auf jeden Fall diese Ampullen. Die finde ich sehr, sehr interessant. Und ich würde sagen, als letztes noch von Dove diese Duschschäume. Also eins dieser Duschschäume. Wäre mir jetzt auch wurscht, was für eins. Ich finde die beide sehr, sehr interessant. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was drin ist. So. Hier ist die Box und ich versuche das noch ein bisschen zuzulassen, euch nicht gleich alles zu zeigen, und nehme das erste Produkt, das ist eingepackt. So sieht es aus und es sieht aus wie eine Lidschattenpalette. Ja, das ist von Revlon dieses Lidschattenset.
Ich würde sagen, probieren wir die Farben gleich aus. Wir haben jetzt noch sogar noch so einen kleinen Applikator. Ich verwende ihn zwar eh nicht, aber finde ich mega cool. Und ihr seht das hier an den Fingern schon. Das sind sehr, sehr schöne Farben. Aber ich muss sagen, so stark pigmentiert sind die gar nicht. Aber ich finde die trotzdem sehr, sehr schön. Die sind sehr schön dezent und ich glaube, dass man einen schönen Look draus schminken kann. Hier hinten ist auch ein Look angezeichnet. Den werde ich auf jeden Fall super gerne mal ausprobieren. Finde ich sehr cool, werde ich auf jeden Fall testen. Finde ich sehr, sehr interessant. So, dann das nächste Produkt ist auch wieder in Luftpolsterfolie verpackt. Cool. Ja. Es ist das Manakadar-Pulver. Sehr, sehr schön. Das werde ich natürlich auch gleich ausprobieren. Das ist wieder zum Aufschrauben und hat ein super schönes Muster, aber ich werde jetzt trotzdem reintatschen. Und es fühlt sich wirklich sehr, sehr schön seidig an. Seht euch das an. Wirklich schönes Puder. Es hält auf jeden Fall auf. Ich weiß nicht, ihr seht es wahrscheinlich jetzt nicht auf der Hand, aber ich finde, dass es sehr schön aufhält und wirklich sich sehr, sehr samtig weich auch auf der Haut anfühlt. Also das werde ich auf jeden Fall super, super gerne verwenden. Ein zweites Produkt, das ich unbedingt haben wollte. Dann haben wir eine große Schachtel, die ihr eh schon seht, sehe ich gerade. Und zwar von Arkaya German Cosmetics, diese Beauty Box, Beauty Booster Face and Lips mit 3 Ampullen mal 2 Milliliter. Finde ich mega interessant, die werde ich super, super gerne verwenden. Und bin sehr gespannt, wie die funktionieren. Also hier ist auch nochmal angeschrieben, für was ist sozusagen und sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Das dritte Produkt, das ich unbedingt haben wollte, sehr schön. Dann haben wir ein Probepäckchen. Und zwar, glaube ich, hatte ich das aber schon mal irgendwo drin, aber ich glaube in meiner Little Box. Dieses Sugar Grub Glow Peeling, das ich mir sowieso kaufen wollte, aber bis jetzt eben noch nicht gekauft habe. Werde ich aber auf jeden Fall super gerne verwenden. Sehr schönes Probepäckchen. Da müssten noch 2 Produkte drin sein. Einmal ein größeres. Ja. Von Darf das Duschschaum mit Arganöl, 24 Stunden weiches Hautgefühl. Ach, mit dem kann man auch rasieren, seht ihr das? Also Dusche und Rasur. Mega cool, werde ich super, super gerne verwenden. Und ich würde sagen, riechen wir mal kurz dran. So, hallo und willkommen zurück. Leider fiel die Kamera aus, beziehungsweise nicht die Kamera, sondern die Speicherkarte war voll. Ich habe gerade den Schaum ausprobiert und der ist wirklich sehr, sehr schön weich. Mega schön und duftet einfach nur mega gut. Also ich liebe diesen Duft. Ich liebe einfach Darf Duschschaum, das wird sich auch nie ändern. Dann haben wir als letztes anscheinend noch, weil das waren schon 4 Produkte. Ja, noch ein Produkt. Ah, auf dieser Seite, das sehe ich gar nicht. Oh je, von Revlon dieser Lip Gloss. Ich meine, das Packaging ist sehr schön mit diesem Stein hier oben und alles. Das ist die Farbe 510 Turmalin. Der ist schon sehr, sehr krass. Also wirklich sehr, sehr krass. Er glitzert auch ein bisschen, das finde ich sehr schön. Aber wenn die Farbe nicht so krass wäre, seht euch das mal an. Wer tut sich sowas drauf? Also ich finde das zu krass. Dann werde ich nicht tragen. Also ich muss gucken, dass ich den vielleicht irgendwie losbekomme. Aber den werde ich nicht tragen. Also ich stehe zwar auf Pink, aber das ist zu viel. Ich glaube, in der Kamera kommt es jetzt durch das kühle Licht nicht so rüber. Aber der sieht wirklich mega, mega pink aus. Ja, den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber okay, da wäre mir der dunklere lieber gewesen. So, das war es dann nun wieder mit dem Video. Also es waren sehr viele Produkte drin, die ich mochte. Eines, das ich nicht mochte. Den Duschschaum werde ich super, super gerne verwenden. Auch diesen Eyeshadow und dieses Puder. Genauso wie die Probe, die dabei war und diese Ampullen. Alles mega interessant, habe ich mir auch reingewünscht. Das Einzige, was ich wirklich nicht gebraucht hätte, ist dieser mega, mega krasse Lipgloss. Den hätte ich gut verzichten können, aber naja, er ist drin. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich sage euch jetzt noch kurz die Preise von den ganzen Produkten. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Das Puder kostet von Manakadar 25 Euro. Also echt mega teuer. Dann haben wir von Revlon diesen Lipgloss. Der kostet 9,99 €. Ist also auch nicht billig. Für das, dass es so eine Farbe ist, vielleicht probiere ich ihn doch mal, dass ich ihn trage. Aber ja, mal gucken. Dann haben wir die Lidschattenpalette von Revlon. Die kostet 8,49 €. Also auch sehr teuer. Die würde ich mir so nicht kaufen. Dann haben wir von Arkaya diese Beauty Box. Die kostet 11,70 €. Wow, mega. Und dann haben wir noch eben dieses Duschgel, das kostet 2,49 €. Knapp 68 €. Mega diese Box. Mega, mega teuer. Wahnsinn, also den Wert habe ich jetzt über das Vierfache drin.
Finde ich mega cool auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Produkte, bis auf das hier, aber das kann ich jetzt nicht ändern. An sich ist aber die Box, finde ich, sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, sehr über einen Kommentar von euch freuen. Und falls ihr mal Lust habt, mehr von mir zu sehen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Da wäre es dann am besten, die Glocke zu aktivieren, weil anscheinend nicht alle Videos in der Abo-Box meiner Abonnenten angezeigt wird, dass ihr auch wirklich kein Video verpasst. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!